Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir waren im letzten Part, also haben im letzten Part ja, diese Hanging Souls Lichin gemacht und sind jetzt hier im Last Archiv. Kommen relativ schnell vorwärts. Das Spell ist noch ein bisschen schlecht, also schwach. Ja, gut, geht eigentlich, aber da müssen wir noch ein bisschen leveln, damit wir noch stärker werden. Aber ist echt gut zu spielen und ja, ich habe endlich auch ein bisschen mehr Zeit zum Reden, weil ich weniger mich auf den Kampf konzentrieren muss. Im Nahkampf ist einfach alles noch ein bisschen unbalanciert. Deshalb lieber einen Fernkampfbeet mit. Ja, sie suchen, habe ich mir so gedacht, ist wahrscheinlich am besten, weil ich jetzt auch noch nicht so der Pro-Spieler in Last Epoch bin, wo alle Gegner kennt und alle Items gut gecraftet hat. Lieber am Anfang leichtere Builds verwenden. Aber ich habe eben keine Ahnung, ich habe noch keinen Build gefunden, der auf Hanging Souls setzt. Und da müssen wir alles selber herausfinden. Jetzt, wo ich so denke, wenn mehrere Gegner da sind, ist er doch schön, echt stark schon. Ja, wir sind aber auch gut. Ihr seht, ich muss eigentlich gar nichts mehr machen. Ich kann voll locker mit euch reden, weil ich gar nicht mich konzentrieren muss. Die Minions auch sehr gut noch abblocken, also pullen. Ja, ist ziemlich nett. Der Schaden kommt vor allem vom Hitschaden, also, ja. Ich glaube, dort kann nicht mega stacken, oder? Ich glaube, in diesem Spiel kann es aber stacken. Dass es mehrere Dots drauf sind auf einmal. Was ist jetzt der? Man sieht ihn einfach gar nicht, okay. Der Markov Death. Ja, irgendwie so ein Symbol müssen sie noch einfügen, wenn man sieht, dass der Gegner den Debuff schon hat. Der Boss ist auch ziemlich einfach. Der wurde ja sehr stark gemacht. So ein Kugelangriff noch hat. So ein Geschossangriff. Ist ziemlich gut. Jetzt muss ich noch kurz schauen. Ja, 60 FPS. Ja, irgendwie geht jetzt mit 60 FPS GTA Online plötzlich wieder. Also das letzte Video von GTA Online. Oder ja, ich habe es dann vorher veröffentlicht. Genau. Das habe ich in 60 FPS jetzt aufgenommen. Sonst konnte ich das nie wegen Lag Spikes. Also so ungefähr jede zweite Minute eine Millisekunde Lag und so. Also das Bild nicht 100% Ding war. Flüssig, oder? Das hat mir jetzt im letzten Video geklappt. Also ich bin froh, dass wenigstens auch OBS wieder ein bisschen schneller wurde. Ich habe immer so das Gefühl, OBS tut zu schnell veröffentlichen. Also dass OBS manchmal einfach Fehler macht, wie zum Beispiel, dass ein Game dann wieder ein bisschen mehr laggt oder so. Und dadurch, ja. Weil ich ja nicht so schnell alles machen kann, weil ich keine Unterstützung habe, also keine Informationen von anderen Leuten habe, ist es dann immer problematisch, wenn dann wieder ein Video veröffentlicht wird, wo... oh, ich... Hat er nicht hier hinscreen. Ich wollte eigentlich hier runter screen, aber ich schau mal hier kurz nach. Also, wenn wir auf Spektral Golem gehen, dann haben wir einfach das Problem, dass er wahrscheinlich stirbt oder dass wir einfach zu wenig Leben mit Transplant bekommen, also wegen Transplant bekommen. Also ich würde gerne mal hier einfach mal antesten. Und wir gehen unten durch, wir brauchen nicht Movement Speed für den Golem. Also schon, wäre eigentlich schon nett. Aber... Ja, das Problem ist eigentlich, dass wir einfach nicht beides nehmen können, oder Blutgolem und Ding. Also kann nicht doppelt sein.
Also wir machen zwei Golems in der Kern, dann geht's ja auch nicht. Nur einer, glaube ich, beschworen. Doch. Ja, das ist ein Problem. Das müssen wir alles austesten. Wenn ihr Ideen habt, bitte in die Kommentare schreiben, weil ich jetzt gerade ein bisschen das Problem habe, dass ich wahrscheinlich mich falsch skinnen werde und dann wieder keine Lust habe auf den Charakter. Werden wir dann sehen. Also wo waren wir jetzt im anderen Thema? Ah. Da habe ich gerade ein bisschen ein Loch im Gedanken. Ja, wegen OBS-Problemen, oder? Dass wir da einfach, dass ich da als nicht so bekannter Let's Player vor allem kein Netzwerk habe und nicht kein Netzwerk will, da einfach Probleme habe, wenn jetzt wieder ein Spiel irgendwie Probleme macht wie Last Epoch mit dem Fenstermodus. Das dann wieder umzustellen oder zu merken und so, das braucht für mich viel Zeit. Also eben, OBS sollte einfach mal ein bisschen weniger Updates bringen, dafür fertige Updates. Nicht so verpacktes Zeug irgendwie. Manchmal habe ich das Gefühl, ja, Games können gar nicht mehr aufgenommen werden, weil gar nichts mehr in jedem Modus nicht mehr aufgenommen wird. Das war letztens mal bei Path of Exile so der Fall. In einem ganz großen Update. Ich glaube, das Update mit den 5 neuen Akten. Kann ich längere Zeit nicht aufnehmen. Und zum Beispiel Sacred 2. Das möchte ich gerne auch wieder ein bisschen besten livestreamen oder so. Und ja, noch so ein paar Strategiespiele, Aufbaustrategiespiele, die ich dann plötzlich wieder nicht mehr aufnehmen. Einfach OBS dann wieder irgendwie ein Update rausgebracht habe und das wieder weggemacht. Ja. Und das ist das Problem, ist einfach, dass ich gar nicht so viel immer arbeiten will für das Aufnahmeprogramm. Also ich nicht umstellen will oder mir einfach keinen Bock habe. Dass jetzt schon wieder etwas kaputt ist, wieder etwas geändert werden muss. Das ist eine Sache. Aber kennt ihr das? Je besser ihr irgendwas kennt oder einfach kennengelernt habt, desto mehr nervt es euch, wenn es irgendwie nicht klappt. Und ich habe immer das Gefühl, jetzt zum Beispiel im Haushalt, beim Waschen von Kleidern, also Waschmaschine anmachen oder so, wenn eine neue Waschmaschine da ist, also ich habe es immer schwieriger, das wieder zu stehen. Ich bin es dann immer so zu stark gewöhnt an eine alte Waschmaschine. Jetzt hat es wieder in unseren Hochhäusern ja diese öffentlichen Waschmaschinen wieder neue gegeben und ich komme wieder überhaupt nicht raus. Ja, die sind immer komplett anders. Wieso sind die Knöpfe immer wieder komplett anders bei den Waschmaschinen? Also Bügeleisen, ja, jetzt wieder die neue Technik und ich verstehe wieder gar nichts mehr. Ja, ja, deshalb mache ich solche Sachen wirklich gar nicht gerne. Ich bin einer, der einfach fokussiert ist auf irgendwas und dann sollte sich das nicht immer so ändern. Ich muss ja schon immer wieder ansehen, wie Spiele verändert werden. Also zum Beispiel Path of Exile wieder komplett anders ist. Also Atlas, ich habe jetzt mehrere Maps machen müssen, bis ich wieder den Atlas gecheckt habe. Weil immer wieder zu schauen, dort habe ich zum Beispiel noch so ein Monster einfangen für die Pantheons Teil und dort kann ich mal einen Schießel verwenden. Das nervt. Und ja, mein Bild ist noch nicht so stark für wirklich gelbe, hoch, also höherlevelige Tiers. Ja, da erhöhen wir den Schaden, aber wir verlieren wieder mehr Leben. Aber weil wir Life Regeneration haben, können wir das eigentlich auch ein bisschen unskillen. Sogar fertig skillen. Ja, wie bekommen wir den Life Leech über? Das ist so eine Sache. Wir müssen sehr schauen, dass wir nicht zu viel Leben verlieren.
Aber ich glaube sogar, Transplant kann so geskillt werden, dass wir wirklich Leben dazu bekommen, sondern verlieren. Ja. Das ist, glaube ich, so, das habe ich gelesen im Forum. Genau. Wir sind uns gar nicht mal so viel Gedanken machen und das auch skillen. Diesen Passiven, den wir jetzt genommen haben. Uiuiui, Last Epoch wird schon sehr umfangreich, also kompliziert zum Skillen alles. Das ist eigentlich schon immer gewesen, aber jetzt ist es schon extrem in diesem Bild, da alles richtig machen zu können. Aber wahrscheinlich müssen wir gar nicht so gut skillen, weil der sowieso OP ist. Also, jetzt schon anschauen, wie gut der Monster killen kann. Ist das schon heftig. Sogar Bosse sind relativ schnell da. Ich habe den immer nur mit einem eingesetzt und der war so langweilig, immer nur einen Gegner zu killen, oder? Ich glaube, Dubon gibt es nicht, oder? Könnhangig so ist mit einem passiven Skillpunkt durchbohren. Die sind ja nicht durchbohrend, aber nicht so zielsuchend. Also, der Große. Ist der durchbohrend? Also da ist nichts durchbohrend weg. Ja. Also sie sind immer durchbohrend, aber nicht so zielsuchend. Deshalb werden nicht so viele Gegner getroffen. Und weil der langsamer, nein, ich wäre nicht langsamer, aber ist einfach dann zu groß und dadurch... Ja. Habe ich ihn damals nicht gemocht, weil er zu wenig schnell viele Gegner kriegen konnte. Genau, sowas. Und, ja. Also ihr seht, dass die suchen eigentlich immer nur den ersten Gegner und den zweiten Gegner suchen sie eigentlich nicht mehr. Oder, ja, sind dann einfach zu weit hinten schon, dass sie das umkehren können. Also sie können gar nicht umkehren, denke ich mal. Und das ist einfach das Problem, dass der Killspeed extrem rasant abnimmt, wenn man nur noch ein Projektil hat. Deshalb ist es nicht gut, nach rechts unten zu gehen. Oh je, ist das kompliziert. Also einfach so ein bisschen merkwürdig zu verstehen. Ja, toll. Ich habe einen Golem eingesetzt. Ich wollte Mark of Death einsetzen. Aber dieses Mana, diesen ja, rosroten Teil, den ist eigentlich ziemlich gut, nur viel zu langsam, wie es wieder regeneriert. Also es ist eine Art Strafe, wenn das Mana rosrot wird. Ich verstehe es nicht. So, jetzt haben wir dann gleich den Golem. Noch zwei Punkte. Gut. Ja, die Skelette sind tot. Ja, Skelette sind so schwach, wenn sie nicht geskillt sind. Extrem schwach. Sie halten gar nichts. Hey, ich tue jetzt den Golem auch auf eine andere Taste. Es geht einfach gar nicht, dass das automatisch immer wieder passiert. Lass ich da nicht. Ich nehme, glaube ich, die Skelette direkt raus. Ja, Transplant dann auf die B. Also keine Skelette momentan einsetzen. Bin noch nicht so wach, habe ich so das Gefühl. Health Regeneration ist eigentlich ziemlich gut für so ein Blutbild. Aber nicht für uns. Also ich tue das jetzt nicht. Und dann wirklich auch mal einen Part oder so und im Livestream mal craften. Auch wenn die Rüstungen dann schlecht werden, weil sie nicht ganz gut gecraftet waren, sind es dann. Ich muss doch anfangen zu craften, auch wenn ich das hasse. Viele Leute mögen das einfach zu craften, aber
Ja, ich möchte ja eigentlich das Spiel so spielen, dass ich die Items finde und dann eigentlich komplett sind und nicht noch irgendwie modifizieren müssen. Bei Craften habe ich irgendwie das Gefühl, man kann einfach so viel falsch machen und will eigentlich etwas Gutes machen. Craften, weil es auch viel zu random ist oder die Bonis eigentlich immer schlecht blocken. Schlechte, ja, gemacht werden. Also zum Beispiel bei Path of Exile mag ich das gar nicht mit diesem Handwerkstisch. Da muss man ständig die ganze Zeit wieder neu übercraften. Man braucht zu viele ja, Currency, dass man einfach dann wieder schnell bankrott ist, das Solo-Selfer anspielt oder bei einer, der nicht gerne handelt. Und ja, das ist natürlich vom Entwickler irgendwie gewollt, für etwas Gutes, dass Spieler wegen mir motiviert sind, aber viele Spiele, wie zum Beispiel mich, mega demotiviert. Crafting muss irgendwie anders sein in einem Spiel, also nicht gerade so random basiert und nicht so langweilig. Es muss irgendwie, ja, viel spannender werden. Und in manchen Spielen, Hardcore-Rollenspielen wie Skyrim oder so, ist es dann zu langsam. Das ist dann auch wieder problematisch, wenn man zum Beispiel jedes Mal für einen einzigen Goldbahn klicken muss und nicht alle auf einmal schmelzen kann. Das ist dann wieder zu langsam, oder? Und immer diese Animation und dann, ja, kommt das Spiel wieder nicht nach mit dem Anzeigen vom Menü wieder und so. Ja, das ist dann auch wieder nicht so gut. Also zum Beispiel wie bei Sacred 2 mag ich es dann wieder, dass einfach die Items sich ans Charakterlevel anpassen und man dann einfach auch den Überblick über die Bonis hat, weil nicht so viele Bonis eigentlich ja, da sein können. Und dann auch manche Rare so richtig seltene Bonis haben, also zum Beispiel Stun-Resistenz ist in Sacred 2 so wichtig, aber so selten, dass ich mit meiner Bogenschützen, also Triaden, Fernkampf, Probleme hatte, dass überhaupt die Gegner mich die ganze Zeit gestunt haben, oder? Weil ich einfach die Bonis nicht auf den Items gefunden habe. Das auch irgendwie motiviert hat, jetzt endlich mal ein bisschen zu farmen, jetzt endlich mal wieder Items zu farmen und nicht vorwärts zu grind, speedrunnen, oder? Also das ist eigentlich sehr gelöst, gut gelöst war damals, aber nicht so balanciert. Da gab es ja seit, glaube ich, 2014 keinen Patch mehr, weil die ja bankrott ging, Ascaron Studio. Ist echt schade, weil Sacred 1 war eines meiner Lieblings-Sacred Slays. Nur die Grafik kann man heutzutage nicht mehr schauen und ja, die Auflösung ist so klein, dass ich da nicht aufnehmen kann, oder? Jetzt seht ihr wirklich nur schwarze Bildschirme im Video. Und ja, es leckt halt auch. Ah ja, genau, es hat auch OBS-Probleme, dass es irgendwie auch nicht richtig angezeigt wird. Stimmt. Ja, da muss auch wieder etwas gemacht werden mit dem Spiel. Ah, du weißt mich auch. Nicht so viel Stress, nicht so viel Schaden machen gegen. So, jetzt haben wir Transport. Endlich diesen Golem weg. Ich hätte ihn schon lange natürlich wegmachen können, aber. Für mich ist einfach immer wichtig, dass ich die W, also beim W, bei der W-Taste den Hauptspell habe. Das ist ja den Haupt-Debuff oder so. Ja, wir verlieren noch relativ viel. Was ist dieses Knochengefängnis? Knochenschild. Tut das irgendwie. So habe ich kurze Zeit Knochengefängnis gehabt. Knochenschild gehabt. Ist es hier irgendwo? Ich weiß es nicht, dann auf einem Item? Nee. Keine Ahnung. Okay, jetzt 19 Minuten. Ich weiß es nicht.
So. Haben wir jetzt gedreht. Quartiermaster. Ja, das haben wir ja gelöst jetzt, oder? Ich weiß es nicht. Ja, okay. Hanging Soul ist es nicht gerade so gut zu diesem Fass. Also ich glaube, ich habe hab's gemerkt, dass wir geredet haben. Der Quartiermaster ist wahrscheinlich beim Boss, der gefangen wird vom Void. Genau. So, haben wir jetzt endlich mal eine Armor, bitte. Noch nicht diese. Da haben wir eine Armor. Ah, ich hätte die schon am Anfang verwenden können. Die habe ich nicht gefunden. Habe ich gesehen, ey. Damage Reflected. Eine der unnötigsten Stats. Flamm, ich möchte nicht, dass die Gegner sich selber kaputt machen. Ich möchte das einfach nicht. Also, zum Beispiel bei Diablo 3, den Kreuzritter. Ich mag den Weg gar nicht. Ich will so schnell wie möglich die Gegner killen können und nicht warten müssen, bis die Gegner sich selber killen, weil die so schwach sind. Genau. Und deshalb habe ich den auch nicht so gerne nachher gespielt. Aber eigentlich eines der höchsten G-Rifts erreicht mit diesem Bild. Damals, wo er noch mega stark war. Okay, ist immer noch mega stark. Die können das einfach nicht bonosen. Ja, das ist ja wieder ein Problem, wieso ich ja wahrscheinlich nicht gerne Dornen verwende. Es ist nicht bonosierbar für die Entwickler. Also ich möchte ja gerne, dass die Entwickler das machen und dann hatte ich auch mehr Spaß. Aber wenn ein Bild so mega OP ist, dann habe ich auch keine Motivation, den zu spielen, oder? Also ich bin ja eher so der Beta-Tester-Zocker als der Profit-Zocker, oder? Und dadurch habe ich irgendwie das Gefühl, ich möchte lieber Builds nehmen, die für mich optisch oder Gameplay-technisch Spaß machen als OP-Builds. Aber alle meine Kollegen, spiel unbedingt diesen OP-Build, der ist sowas von OP, komm, spiel das endlich. Und ich so, nee, lieber nicht. Ja, aber dann kommst du ja nie so weit wie ich und ja und so weiter. Und ich so, ja, ich habe ja auch tausendmal weniger Zeit als du, ich könnte mich gar nicht einrufen. Aber wenn ihr dann seht, wenn ich mal ein paar Verwechsel spiele, Freunde, so schreiben mir wieder so 5x in diesem Dungeon, also in diesem Mode, da, das und so. Ich bin so extremst erfolgsorientiert, also Wahnsinn. Gerade die Leistung, meine Kollegen. Das ist schon krass, also dass Menschen immer nur auf Erfolg schauen. Ja, es ist klar, es motiviert, aber sie immer nur so geizig sind, so. Arrogant, oder? Oh. Aber die ganze Zeit posten irgendwie Sachen, oh, sie haben diese Season, also diese Liga, 8x bekommen. Oder Mirrors oder so. Und wie viel zocken müssen die, wenn sie 2 oder 3 Mirrors finden? Mirror Calandria. Also Calandra. Also es ist extremst, wie halt die Leute wegen ein bisschen Erfolg mega suchten. Und vor allem eben angeben müssen. Also es ist kein Problem, das darf jeder machen. Aber wenn sie dann jede 5. Minute schreiben, oh, jetzt habe ich diesen Modus-Ding und ich habe so viele X bekommen, dann nervt es. Also dann ist es wirklich absolut zu viel. Und das machen mehrere in meiner Freundesliste. Und weil das da immer unten rechts steht, habt ihr dann immer so eine mega Anzahl von geschriebenen. Okay, jetzt konnte ich ihn einsammeln endlich.
Ja, da haben wir immer so ein mega Bildschirm verdeckenden Spam. Na gut. Aber ich diesen einen, der so spammt, eigentlich schon lange nicht mehr er streamt nicht mehr. Könnte ich ihn auch entfernen, wenn es mir zu viel ist. Aber das ist dann auch wieder ein bisschen freundschaftsverachtend. Toll, ich bekomme genau die falschen Übel. Ja, jetzt können wir, jetzt ist das gleich, ja, 25 Minuten dran, da war ja 32, deshalb möchte ich den mal auf 28 machen. Mal kurz schauen, ob wir Idole beim Idollager haben. Ich habe ein Idollager. Ich habe viele Idole. Ist irgendwo hier oben, ja. So. Ja, wir brauchen ja jetzt Nekrotik Damage und den habe ich natürlich nicht im Lager direkt, sondern in den Mulis. Das ist ja langsam. Also, Nekrotik Damage. Keinen Einsinn. Oder, nein, Void ist es nicht. Das ist Nekrotik Damage. Nein, Nekrotik. Oh je, 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 die Übersicht hier zu behalten. Wieso hat sie überhaupt Void, aber keine Nekrotik? Ich habe doch irgendwo, habe ich doch mal aufgesammelt. Damage over time wäre nicht schlecht, aber das ist für den Primalist, ja. Das brauche ich auch nicht für unseren Bild. Poison Chains brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja, wir haben gar keine Nekrotik. Das müssen wir alles selber finden. Ja, Support on Hit brauchen wir auch nicht eigentlich. Machen wir mal den hier rein. Und den hier. Ja. Brauchen wir leider nicht. Der hat hier Damage Overtaken. Der ist auch nicht so tolle. Also Physical brauchen wir hier. Poison brauchen wir hier eigentlich auch nicht. Weil wir machen kein. Oder sollten eigentlich kein Poison noch machen. Ja, und jetzt haben wir einfach keinen Platz mehr. Ja, machen den noch rein. Aber jetzt Necrotic Damage. Haben wir kein Idol? Diese Übersicht wieder. Ich mag einfach nicht gerne so verlorene Übersichten Games. Ja gut, dafür haben wir ja dieses Schild hier. Das können wir eigentlich schon tragen beim Bild. Okay, sehr gut. Dann natürlich wieder zu unterst. So eine Übersicht, so eine ja. Manuelle Anordnung oder so würde ich gerne haben. Das müssen sie unbedingt einfügen. Also Idole kann ich echt keinen verwenden. Nehmen wir einfach mal ein bisschen defensiver rein. Hallo. Ja, nehmen wir noch ein bisschen Void, aber Damage over time braucht man ja nicht Void. Und hier haben wir den das Schild. Und ein anderes Unique hilft uns nicht so. Oder? Das Schild würde dann uns. Nein, das Schild eben nicht. Aber diesen ab Level 19, ja, das geht noch einige Zeit. Sind wir dann erst in dieser Höhle. Weil dann haben wir den Set. Isadoros haben wir den ersten Set-Bonus. 80 increased necrotic damage. If you have been hit recently. Also wenn wir viel getroffen werden, haben wir 80% erhöhte necrotic damage. Das ist sehr gut. Also das Dreier-Set. Ich habe kein Iso. Ich habe das dritte Item vom Isadoros. Ah, doch, hier habe ich ihn. Okay.
Ich bin glücklich, dass wir alles haben von Isadoras und deshalb haben wir dann auch weniger Mana-Kosten. Dann können wir eigentlich auch die Passiven ein bisschen mehr auf Mana-Kosten setzen und dafür stärker werden. Genau. Jo, und ja, weiter geht's. Ab diesem Part jetzt wieder ein bisschen mit Livestream. Also einfach am besten in meinem Kanal dann suchen. In der Abo-Box ist das dann natürlich immer ein bisschen verschoben, um nichts zu verpassen. Ja, dass ich einfach gerne ein bisschen mehr livestreame das Spiel, weil sonst komme ich halt extremst langsam nur vorwärts. Ja, okay. So. Also im nächsten, also im Livestream dann mit viel mehr Schaden. Wenn wir oft getroffen werden, werden wir aber nicht oft getroffen. Und der Golem verändert sich dann auch. Und ja, im Let's Play geht es dann einfach weiter, wenn ich natürlich dann wieder Zeit habe zum Aufnehmen. Weil ich abends dann halt auch wenige Videos aufnehme und lieber dann livestreame. Ist es halt dann auch wieder ein bisschen weg, dass ich Videos mache, oder? Aber ich werde immer wieder ein Part aufnehmen, also es kommen nicht so oft mehr Parts, aber ja, dafür eben mehr Livestreams über das Spiel. Da in 2 Stunden viel mehr möglich ist, als nur in einer halben Stunde, kann man dann auch schneller vorwärts kommen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Also ich denke, das Video wird wahrscheinlich morgen Abend kommen, morgen früh kommen oder so. Morgen Nachmittag. Dann habe ich ja das schon gemacht und gelivestreamt. Also einfach, dass ihr wisst, dass ich Last Epoch eher so am späten Nachmittag immer zocke. 16 Uhr ungefähr. 15.30 Uhr. Und dass ich halt am Abend wegen GTA Online und bald den Rollenspielserver mein eigener von GTA 5 zocke, kann ich halt nur am Nachmittag leider livestreamen. Also ich hoffe, dass es euch schon angenehm ist, aber dennoch halt einfach es bei mir nicht so gut geht. Weil ich natürlich gerne mit anderen Spielern zocke. Und da ist einfach GTA Online natürlich schon extrem im Vordergrund. Ja, wir werden dann sehen und ihr könnt immer meckern. Also ihr dürft gerne ein bisschen sagen, bitte spiel dann noch ein bisschen Last Epoch. Und wir können ja dann alle gemeinsam dann entscheiden, was sie zocken. Da ich ja interaktiv bin. Also ihr dürft entscheiden, was ich zocke. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann im Livestream reinkommen und wenn ihr das Spiel nicht seht, was ihr dann, was ich da zocken, könnt ihr ja mal eine Abstimmung starten. Also einfach mal Kommentar schreiben, was wollt ihr jetzt sehen? Wollt ihr jetzt noch GTA Online sehen oder alles andere? Und dann kann ich ja immer noch wissen, also kein Problem, gell? Aber für mich ist es einfach wichtig, dass ich mit Kollegen spiele am besten. Damit es auch für mich ein bisschen einfacher ist. Ja, und ich werde bald wahrscheinlich dann auch World of Warcraft oder Guild Wars oder so kaufen und dann habe ich auch wieder ein bisschen weniger Zeit leider, da ich da auch mehr mit Kollegen machen kann, da Kollegen auch wichtiger sind bei diesen Raids. Ja. Ich denke, Last Epoch bleibt trotzdem eines der oft gezockten Spiele. Es ist ein bisschen schade, wenn es nicht mehr so ist, weil ich halt einfach andere Games habe, die für mich halt besser sind als Livestream, oder? Aber ich denke, es geht schon gut. Weil Last Epoch auch Zuschauer generiert. Fast mehr als GTA Online. Genau. Ja, mal gucken. Und eben sonst meckern. Tschüss.